Nur 8 Stunden für eine Strecke von mehr als 2200 Kilometern Länge. Mit der neu eröffneten Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Chinas Hauptstadt Peking und der Wirtschaftsmetropole Guangzhou im Süden verfügt die Volksrepublik über die längste Hochgeschwindigkeitsbahnlinie der Welt. Der Zug fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde. Vor Eröffnung der neuen Trasse betrug die Reisezeit auf dieser Strecke mehr als 20 Stunden. Die neue Hochgeschwindigkeitsverbindung soll nur der Anfang eines umfassenden Highspeed-Netzes im ganzen Land sein. Die Regierung plant den Bau weiterer Ost-West- und Nord-Ost-Routen bis zum Jahr 2020.